Fertig machen. An die Plätze. Eins, zwei, ab. Und diesmal hat es geklappt. Das vierte Rennen, Chronikrennen, ist unterwegs. Und von außen kommt Graceland. Graceland, innen Trejoli, Fontenay und dann Lafoa. Am Ende zögernd, aber glatt in die Partie gekommen, Raus Boko. Graceland hat es übernommen, führt gegen Trejoli und Fontenay. Dahinter sucht Lafoa eine Lage, aber findet sie noch nicht zurecht. Es geht durch den ersten Bogen. Graceland. Graceland hat das Kommando. Zweites Pferd ist Trejoli, dahinter dann Fontenay. Die ersten drei, vierte Position für Miss Sophie. Dann an der Innenkante Anne Hill. Und dahinter hat sich nun Lafoa ein Plätzchen an der Innenkante gesichert. Dann folgt Arouse Boko, die Toto-Favoritin. Und am Ende dieses Feldes Titania Tinkerbell. Die Gänsemarsch-Formation könnte jetzt aufgelöst werden durch Lafoa und auch durch Arouse Boko, da das Feld nun in den Lurupa-Bogen hineingeht. Vorne unverändert auszumachen ist Graceland. Fehler von Titania Tinkerbell. Graceland hat das Kommando gegen Trejoli und in dritter Position unverändert Fontenay. Und dahinter gehen sie dann alle in äußere Spuren, setzen blau, an zu attacken. Eins. Miss Sophie, so geht es an der Startstelle vorbei. Und Arouse Boko mit einem mächtigen Zwischenspurt kommt hier nun in die zweite Position. Es geht vom Ziel aber auf die Schlussrunde. Graceland, 1000 Meter noch bis zum Ziel. Graceland, eine Länge vor außen, Arouse Boko an der Innenkante. Trejoli, die ersten drei. Dahinter dann Miss Sophie, außen, innen Fontenay vor Anne Hill und Lafoa. Ohne Anschluss die disqualifizierte Titania Tinkerbell. Feld erreicht die Gegenseite. Kommando bei Graceland. Graceland, dann Trejoli gleich auf Arouse Boko. Diese beiden hier nahezu gleich auf. Mitte gegenüber. Dann dicht auf in vierter Position Miss Sophie. Dahinter lauert Anne Hill, Lafoa und innen noch dabei. Fontenay Ende gegenüber erreicht. Es geht zum letzten Bogen. 500 Meter. Sind es noch bis zum Ziel und im Schlussbogen, da hat Arouse Boko offensichtlich Probleme. Miss Sophie greift an und außen kommt auch Anne Hill. Lafoa kommt nicht mehr so recht ins Vordertreffen. Arouse Boko fällt zurück. Graceland versucht sich abzusetzen. Graceland mit der Führung. Graceland dahinter kommt nun Miss Sophie und die setzt noch einmal nach in der Distanz. Graceland, Miss Sophie. Graceland ist vorne noch nicht zu Hause. Miss Sophie kommt und außen versucht es Anne Hill. Anne Hill kommt daran, aber Graceland. Graceland, Anne Hill mit der Schussattacke. Graceland, Anne Hill. Graceland, Graceland ist vorne, gewinnt gegen Anne Hill. Dann, wie hieß sie noch gleich? Ach ja, Miss Sophie.